Sehr geehrtes Präsidium, werte Abgeordnete, liebe Gäste, als erstes möchte ich einmal bemerken, ich finde es schade, dass so wenig Abgeordnete gerade aus den Reihen der SPD und CDU hier sind. Ich empfinde das persönlich als Missachtung gegenüber den Behindertenverbänden und Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung und möchte, dass wir unsere Gebärden, Dolmetscher, die wir haben, auch mal beglückwünschen und für diese anstrengende Arbeit, denke ich, haben die auch einen Applaus verdient. Ja, so wie Frau Drese es geschildert hat, klingt das erstmal gut, ist es aber alles nicht irgendwie. In der öffentlichen Anhörung in der 57. Sitzung am 9. Januar 2019 haben alle Beteiligten die Beschränkung des Gesetzesentwurfs auf Umsetzung von reinen EU-Vorgaben gerügt. Im Ausschuss teilte uns das Sozialministerium mit, es habe aufgrund von unklaren Vorgaben seitens des Bundes zu einer erheblichen Verzögerung der Umsetzung einer einschlägigen EU-Richtlinie geführt. Erst wollte es der Bund regeln. Am 18. Januar 2018 habe das Bundesministerium für Arbeit und Soziales aber nun mitgeteilt, dass die Umsetzung durch Landesgesetze erforderlich sei. Soweit so gut. Die Landesregierung hat es dann nach einem Jahr betont, diesen Änderungsantrag auf den Weg zu bringen. Da nach diesen ganzen unnötigen Verzögerungen nun Strafzahlungen in Millionenhöhe drohen, wurde der Sozialausschuss gebeten, diesen Entwurf, der nur die nötigsten Änderungen der EU-Vorgaben enthält, im Eilverfahren zu bearbeiten. Die Landesregierung nimmt sich also quasi fast ein Jahr Zeit und wir sollen es in kürzester Zeit wieder richten und bearbeiten. So geht man mit der Opposition nicht um und so geht man auch nicht mit den betreffenden Verbänden und Bevölkerungsgruppen um, meine Damen und Herren. Eine öffentliche Anhörung vor gut zwei Wochen wurde dann quasi wieder für die Landesregierung zur Farce. Quasi konnten alle Beteiligten ihren Unmut und Änderungswünsche einmal vortragen. Allerdings findet sich keiner ihrer Aspekte in diesem Gesetzesentwurf wieder. Daran erkennt man auch die Stellung, die die Interessenverbände der Menschen mit Behinderungen bei Manuela Schwesig, unserer Ministerpräsidentin, genießen. Ich würde sagen, das ist eher eine stiefmütterliche Behandlung. Wir von der AfD finden, so geht man nicht mit Hilfebedürftigen um. Es verwundert umso mehr, dass die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die immer gerne als Alleinvertreterin von sozial schwachen Menschen und Menschen mit Behinderungen auftritt, ihren Laden da nicht im Griff hat. Vielleicht sollte sie einmal weniger Buffets bereisen oder etwas weniger Selfies bei Twitter posten und wirklich für Hilfebedürftige da sein und ihre Belange mit dem nötigen Respekt und Ernst behandeln, meine Damen und Herren. Und während der Ausschussvorsitzende Herr Koplin in der Stellungnahme des Sozialausschusses ausdrücklich einen Änderungsantrag der Linken schriftlich erwähnt, kommt der Antrag der AfD in dieser schriftlichen Stellungnahme gar nicht vor. Dann steht da ganz dreist zwei Absätze später unser Wortlaut quasi auch als Antrag der Linken. So viel zur Neutralität eines Ausschussvorsitzenden. Durch diesen Änderungsantrag sollte zumindest noch die Definition aus der UN-Behindertenrechtskonvention übernommen werden, um Widersprüche im Rechtssystem zu vermeiden. Dies wäre auch kurzfristig und unproblematisch in dem laufenden Gesetzgebungsverfahren möglich gewesen. Die Linke hat, obwohl sie unseren Vorschlag im Protokoll kopiert und als ihren verkauft hat, er liegt auch hier heute als Änderungsantrag auf dem Tisch, nicht für unseren Antrag, der wortgleich war, gestimmt. Das sollten die Menschen da draußen wissen. Die Bürger sollten wissen, dass sie von der Linken geblendet werden in diesen Fällen. Wie gesagt, zu den Änderungsanträgen, die auch unsere Änderung oder unseren Änderungswunsch beinhalten, werden wir uns für folgt verhalten zur Drucksache 3106. Da geht es um die Definition
Den ersten Punkt werden wir zustimmen. Alle anderen Änderungen, die Sie hier vorgeschlagen, werden wir ablehnen. Und wir freuen uns darauf, dass das Sozialministerium dieses Jahr das Gesetz komplett nochmal novelliert mit den dementsprechenden Änderungen, die wir uns alle vorstellen. Vielen Dank.